Ja, hi, herzlich willkommen. Ihr seid ihr drauf? Gut. Ja, komm. Herzlich willkommen zum Sailor Moon Crystal Q&A Panel und Synchro Workshop. Ja, heute haben wir zwei reizende Damen als Gäste da, die in der neuen Sailor Moon Serie Sailor Moon Crystal mitsprechen. Ich würde vorschlagen, stellt euch doch mal bitte kurz selber vor und dann geht es natürlich auch noch weiter. Wir haben einen Synchro-Workshop mit dem Team von Rike Werner. Zuerst eine halbe Stunde Q&A-Panel und dann geht es weiter mit dem Synchro-Workshop, wo ihr dann auch selber mal ans Mikro ran dürft und mal selber in diese Welt des Synchrons reintauchen könnt. Aber ja, erstmal hier an unsere Gäste. Schönen guten Tag. Ich bin Angela Wiederhut. Ich freue mich sehr, hier zu sein und eingeladen worden zu sein. Ich habe sowas noch nie erlebt, bin zum ersten Mal da und hin und weg. Das ist ja echt der Wahnsinn. So viele Fans und wie liebevoll viele verkleidet sind. Also ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt, was mich noch erwartet und gebe weiter an meine Kollegin Ditte. Hallo, ich bin Ditte Schupp. Hallo Schätzchen. Heute werdet ihr noch einen anderen Charakter von mir kennenlernen, diese monströse Figur letztendlich, die, wie soll man sagen, also jetzt nicht wirklich mütterliche Eigenschaften, wie ich finde, präsentiert, und ich freue mich auf die Zeit, die wir miteinander verbringen. Ich würde dann vorschlagen, derjenige, der eine Frage hat, einfach Hand hoch und dann kann schon losgehen. Wer mag die erste Frage stellen? Bitte. Wie kam es dazu, dass ihr zwei genau diesen Beruf gewählt habt? Also der Beruf hat eher mich gewählt, würde ich sagen. Ich bin ja über die, kann man das auch in die Hand nehmen oder? Nee, das geht ja so auch. Ich bin über die Schauspielerei zum Beruf des Sprechens gekommen. Ich komme aus einer Theaterfamilie. Ich bin am Fränkischen Theater in Unterfranken groß geworden und sogar meine Großmutter aus Litauen war eben schon Schauspielerin. Das heißt, man kann sagen, ich habe das so mit der Muttermilch quasi aufgesogen und bin dann eben im Rahmen dessen mit 20 auf die Schauspielschule und bin dann letztendlich über die Schauspielerei, ich habe am Theater gespielt und auch viel gedreht, bin ich dann eben in Synchron letztendlich reingerutscht. Mache jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel Synchron, arbeite aber noch viel als Sprecherin in anderen Bereichen, also Hörbücher, Voice-Over, Kommentar, Werbung, Trailer, E-Books und so weiter. Und das Synchron ist schon auch noch da, aber nicht mehr ganz so präsent wie bei Angela zum Beispiel. Genau. Ja, also ich bin als Kind, Jugendliche über eine Freundin reingerutscht in den Beruf und habe das dann lange Zeit erstmal neben der Schule nur gemacht und immer wieder und auf Wunsch meiner Mutter dann auch verschiedene Ausbildungen gemacht, weil sie meinte, es wäre doch ganz wichtig, was Gescheites zu haben. Eine von den Ausbildungen habe ich dann auch abgeschlossen. Meine Mutter schläft jetzt ruhig. Ich habe mit der Abschlussprüfung dann beschlossen, ja, ich mache jetzt endlich das, was ich liebe, und das war das Synchron schon immer. Also es ist, glaube ich, schön, wenn man sagen kann, dass der Beruf auch die Berufung ist. Und ja, also jetzt sind es dann 25 Jahre und ich mache es immer noch gern und freue mich einfach so, diese verschiedenen Charaktere auch zu haben. Anime, Realfilm, Dokumentationen, also diese verschiedenen Rollen schlüpfen zu können. Die nächste Frage, bitteschön. Wie waren Ihre Erfahrungen bisher in den Synchronbereichen? Also zum Beispiel, Sie hatten auch die Misty aus Pokémon gesprochen, die Lily Otten aus How I Met Your Mother und bisher alles. Wie war das für Sie? Jetzt speziell die einzelnen Rollen oder? Die speziellen einzelnen Rollen. Wie sie hineingewachsen sind oder die Jahre weg. Also Mist ist jetzt doch recht lange her. Ich erinnere mich nur, dass es auch viele Jahre waren und dass ich da viel zu tun hatte. Präsenter ist jetzt für mich noch How I Met Your Mother zum Beispiel. Also da war ich auch sehr überrascht, dass ich die Rolle bekommen hatte, weil ich wusste, dass es da eine andere Sprecherin schon gab und ich
war der festen Überzeugung, ich werde da eh nicht genommen. Und dann wurde ich genommen und dachte mir erst noch so, naja, wieder eine Sitcom. Okay, mal schauen, was das so wird. Und dann ist das so ein Hype geworden und wir hatten viele Jahre zu tun. Und ich bin da wirklich auch, mir hat am Anfang gedacht, naja, mal schauen, was das wieder ist. Und muss aber sagen, dass ich am Schluss wirklich richtig Spaß hatte auch mit der Rolle und mich darauf gefreut habe, wenn wieder eine neue Staffel kam und ja, super, es geht weiter und ja, so war das. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Nächster. Bitteschön. Frage an Daniela. Du hast ja auch Sango aus Inuyasha gesprochen, das wurde ja leider von Kasee nicht weiter veröffentlicht. Wenn es nochmal dazu kommen sollte, würdest du dich nochmal bereit erklären, Sango wieder zu sprechen? Sofort. Sehr gerne, aber ich habe auch mitbekommen von meinem Kollegen Dominik Auer, dass es auch immer wieder Fan-Communities gibt, die das anregen, dass es doch weitergeht oder dass die, weiß nicht, wie viele Folgen da noch, oder dass es einfach weiter synchronisiert wird, aber leider ist da bisher wohl noch nichts passiert. Aber soweit ich weiß, sind wir Sprecher, freuen uns, wenn es weitergeht. Sehr, sehr gerne. Also kämpft da weiter, bitte. Ja, zeigt, dass ihr Interesse habt. Ja. Nur so kann man Ziel erreichen. So. Nächster. Wer traut sich? Bitte schön. Ich habe eine Frage an dich, Hallo. Faya ist ja ein Sänger. Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch eine ausgeprägte musikalische Art? Also ich singe gerne, ja, muss ich sagen. Und Popstar zu sein, ist bestimmt eine ganz gute Idee. Ja, also singen macht Spaß. Mhm. Nächster, bitteschön. Wie gefiel Ihnen die Rolle, die Sie jetzt gesprochen haben in Sailor Moon Crystal? Was mochten Sie an der Rolle und was mochten Sie nicht so? Und bei euch beiden, und bei Little Dump auch, gefiel Ihnen die Rolle, die Sie früher in Sailor Moon hatten, besser als die in Sailor Moon Crystal? Oder gefiel Ihnen die jetzige besser? Und ja. Ich würde mal sagen, dass so ein Charakter, ich fange jetzt mal mit der jetzigen Rolle an, das macht schon Spaß, so in so Extreme zu gehen. Also ich würde ja sagen, ich hole jetzt ein ganz bisschen aus, also dass die Schauspielerei, also für mich zumindest, ich finde, dass extreme Verwandlungen, extreme Emotionen das Leichte sind an dem Beruf. Ich finde ja tatsächlich, dass stille Töne und sozusagen den Alltag zu spielen viel, viel herausfordernder ist. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich die Meinung jetzt der Laien eher ist, und ich meine es jetzt liebevoll, dass das Extreme das Schwierige ist. Das finde ich nicht. Ich finde, dass das Extreme zu spielen macht total Spaß. Und ich finde das überhaupt nicht schwierig. Das ist sozusagen nicht die Herausforderung, irgendwie crazy zu werden oder sehr emotional, für mich zumindest. Und deswegen hat mir das sehr Spaß gemacht, diese Figur zu spielen, da diese Mutter. Aber es ist ein extremer Charakter, ist natürlich überhaupt kein Sympathieträger. Also das kann man wirklich nicht sagen. Es ist ein monströses Gebilde letztendlich, aber hat Spaß gemacht. Und die Figur Sayer, da kam ich ja, also jetzt so von anderen Panels habe ich das dann auch schon mal so in Worte gefasst, da kam ich ja eigentlich wirklich wie die Jungfrau zum Kinde dazu. Ich kannte damals Anime gar nicht und dann wurde mir diese Rolle angeboten. Und jetzt werde ich dann manchmal gefragt, eben ob ich mich da noch so an Sequenzen erinnere. Und ich habe da letztendlich, als ich das erste Mal durch Star Wars eingeladen wurde, sogar darum gebeten, dass mir da nochmal Ausschnitte zugesendet werden, weil das ist halt 20 Jahre her. Oder als du mich das erste Mal gefragt hast, glaube ich vor 3 Jahren, ja. Da war eigentlich alles weg. Also das ist wirklich das Interessante. Das Einzige, woran ich mich noch wirklich erinnere, ist, wie ich mit den beiden Kolleginnen, mit der Martina Dunker und der Irina Wanka, da bei Gruppe in dem kleinen Studio, dann eben wir standen und dann eben dieses Sailor, Star, Fighter, mach auf, ja, wie wir das gerufen haben. Und ansonsten alles im Dunkeln. Ja, genau. Ja, also zu Queen Beryl.
Ich weiß noch, dass ich eben ins Studio kam und ich hatte die Rolle bekommen. Und leider ist es ja so, dass das nicht so, wie Sarah mir erklärt hatte, in Japan ist, dass da die Synchronsprecher auch wirklich in ihre Rollen eingeführt werden und die auch wirklich leben und da Zeit haben, sich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist bei uns leider nicht so der Fall. Also wir kommen ins Studio, bekommen kurz erklärt, so war es jetzt zumindest bei Sailor Moon Crystal. Also du bist die und die und die und die ist ganz kurz erklärt von da nach da und hat mit dem und dem zu tun und das war's dann und bitte. Also ist das einfach bei uns auch aufgrund der Zeit, des Zeitdrucks. Also wir haben da leider nicht groß die Möglichkeit, uns damit oder auch mal zu gucken, Mensch, wie war die Rolle früher, wo kommt die her, was steckt vielleicht noch dahinter? Und das wird dann aber, ja, man kann ja auch viel dann eben aus der Szene natürlich entnehmen, aber oft ist dann eben so, dass der Regisseur zumindest sich so gut auskennt und informiert ist, dass der uns dann eben da auch hinführt und sagt, naja, mach das doch lieber ein bisschen mehr so, die ist da doch ein bisschen krasser. Und ich muss sagen, also soweit ich mich jetzt erinnere, fand ich die Rolle super, weil das eben auch so extrem war. Ja? Also, und ich stimme dir dazu, ich finde die extremen Sachen fast noch leichter. Also ich liebe das auch, wenn die dann da rumschreit und finde ich super, stehe ich voll drauf. Die nächste Frage traut sich. Bitte. Also, das, was mich interessiert, ist, dass hier Simon hat die Rolle bekommen, aber ist das im Ausschlussverfahren hier die Rolle bekommen? Oder kriegt man die nur über Vitamin D? Oder? Sehr schön. Nein, es ist tatsächlich oft so, dass für Serien Castings abgemacht werden, wo dann eben quasi die Produktionsleitung oder die Aufnahmeleiter eben schon eine Vorauswahl treffen und sagen, Mensch, die und die und die könnte von der Stimmfarbe ganz gut passen. Und dann werden, ja, ich sage in der Regel um die drei Leute pro Rolle eingeladen, sprechen dann eben eine kurze Sequenz ein, das wird dann eingeschickt und dann entscheidet die Produktionsleitung, Mensch, wer gefällt uns am besten. Also das ist dann auch tatsächlich, wenn ich zu einem Probesprechen gehe, entweder das klappt oder das klappt nicht. Ich bin dann auch nicht böse, weil es ist oft einfach eine Geschmackssache, was gefällt der Mehrheit am besten. Und jetzt aber zum Beispiel für Sailor Moon Crystal, da war es dann so, dass ich einfach angerufen wurde und gesagt wurde, Mensch, wir haben da was für dich, komm doch einfach. Weil dann eben die Synchronfirmen mich oder meine Stimmfarbe und wissen, was ich so mache und kann, doch schon sehr lange kennen und einschätzen, Mensch, das macht die Angela, die macht es dann. So, das passiert auch, genau. Ja. Mal so, mal so. Ja, das war ich, was mich auch interessieren würde, also dass die Bezahlung, weil das ihr pro Stimme dann bezahlt oder gibt es dann trotzdem so ein Grundgehalt oder auch Bekanntheitsgrad mehr Geld oder? Also ich bin leider noch nicht in dem Bekanntheitsgrad, dass ich mehr Geld verlangen kann, aber es ist tatsächlich so, dass wir eine Grundgage bekommen, dafür, dass wir vor Ort sind. Das gibt eine Grundgage und dann gibt es eine Take-Gage. Also pro gesprochenen Take. Ein Take ist etwa zwischen 2 und 20 Sekunden in der Regel. Also es gibt dann eben diese Takes, wo dann ein Fünfzeiler mal ist, mit Pausen und Atmen. Und dann gibt es aber auch der, wo nur ein Ha ist. Ja, da kriegt man gleich viel. Man freut sich dann, wenn dann viele Ha sind. Und das wird dann pro Take bezahlt. Ja. Meistens ist es so, es gibt eine TV-Gage und eine Kino-Gage. Genau, für Kino ein bisschen mehr, wobei das auch nicht viel mehr ist, aber ja, genau. Wie viele Rollen muss man haben, um davon leben zu können? Um davon leben zu können. Also ich kann davon leben, ich kann mir keine Luxusgüter leisten, das muss aber auch nicht sein. Und wie viele Rollen muss man haben, um davon leben zu können? Also so eine Serie wie How I Met Your Mother hat mich schon gut über die Jahre gebracht, sage ich mal. So, dass ich sage, gut, wenn jetzt nicht so viel anderes reinkommt, dann ist das okay, das reicht dann schon. Ja. Aber reich sind wir alle nicht. Nicht wie in Japan, die Sprecher, wie ich gehört habe. Die sind da echt Topstars. Ja. Danke. Nächster bitte. Bitte schön. Eine Frage zu Lilly. Lillys Raucherstimme, ist die computerbearbeitet worden oder hat sie so rausgekommen? Die wurde tatsächlich bearbeitet. Aber ist cool, gell? Die Szene, ja, ich liebe die auch. Ja, vor allem, ich habe auch lange geraucht und fand ich super, die Szene. Nächster. Marc,
noch nicht. Bitte da zuerst. Wie stellt ihr euch denn auf diese extremen Situationen ein? Also wenn jetzt jemand stirbt von jetzt auf gleich, das passiert im Unfall, wie schafft ihr es, von jetzt auf gleich in diese Situation reinzukommen, emotional in die Stimme? Ich denke da gar nicht drüber nach, also das geht nicht über den Kopf, sondern denn letztendlich sind es dann auch nochmal zwei Sachen. Das eine ist das Synchron, da kriegt man ja eine Vorlage durch den Schauspieler. Das heißt, da hat jemand ja die Emotion schon gespielt. Wenn ich selber jetzt als Schauspielerin eine Szene bekomme, habe ich keine Vorlage. Dann kreiere ich die Emotion ja völlig aus mir. Das heißt, meinetwegen, da ist eine Szene und dann ist dann klar, irgendwie da stirbt jemand. Dann kann ich überlegen, wie tief ich in dieses Gefühl reingehe und wie ich das anlege. Wir als Synchronsprecher, wir dienen ja bestenfalls zu 100%, ist vielleicht gar nicht möglich, aber jedenfalls die größtmögliche Kopie des Originals ist ja angestrebt. Das heißt, ich kriege eine Vorlage von einer bestimmten Emotion und mache in Sekundenbruchteilen genau das, was ich da sehe. Und das ist einfach ein Handwerk, also... Ja, also ich muss auch sagen, leichter ist es dann tatsächlich noch, wenn die, also bei Realfilmen, wenn die Schauspieler dann auch wirklich so gut sind und das schon so gut transportieren, dann fällt es viel leichter. Ich bin manchmal auch selber dann erstaunt, wie dann auf Klick diese Emotion dann auch aus mir rauskommt. Ja? Aber das ist, wie du auch sagst, das ist dann einfach Handwerk auch, ja, oder gelernt eben, dass man dann in dem Moment... Okay, jetzt schalte ich um und bin in extrem Weinen oder ja, diese, genau, das geht dann irgendwie von jetzt auf gleich. Manchmal finde ich selber krass. Aber noch eine Frage? Welches ist die Rolle, die am meisten Spaß gemacht hat, die du synchronisiert? War das an uns beide? Oder? Ja, an beide. Also ich 5 Minuten Pause. Ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht, wenn ich jetzt so überlege, einen bestimmten Charakter nennen können, sondern ich würde eher sagen, im Allgemeinen, dass ich eben einfach vielfältige Charaktere gerne sowohl als Schauspielerin spiele, als auch spreche. Das heißt, wenn da Brüche zum Beispiel drin sind, wenn da Humor drin ist, wenn da Leichtigkeit drin ist. Das heißt, wenn letztendlich dieses Menschliche von der Schauspielerin dann vielleicht auch noch bestenfalls wirklich gut gespielt wird und ich darf dem dann meine Stimme zur Verfügung stellen, dann ist es natürlich ein Highlight. So würde ich das beantworten. Und ich habe ja schon erwähnt, also ich komme zum Beispiel jetzt im Moment gar nicht in den Genuss, zu Probesprechen eingeladen zu werden. Also mich hat es da irgendwie rauskatapultiert. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr synchronisiere, aber an die großen Sachen komme ich im Moment deswegen nicht dran, weil ich nicht mal zu den Probesprechen eingeladen werde. Und bei mir hat sich das eben verlagert jetzt auf diesen ganzen anderen, ja sonst auch sehr großen Bereich der Sprecherei. Ich bin zum Beispiel auch beim Bayerischen Rundfunk in München und so weiter. Also das passt schon. Aber wenn ich die Möglichkeit eben hätte, diesen Charakter, den ich gerade beschrieben habe, wenn der an mich hingetragen würde, dann würde ich mich freuen. Und solche Charaktere hatte ich auch früher, als es im Synchron noch gut lief, dann halt ab und zu mal auch fürs Kino, fürs französische Kino oder sowas, dann gespielt. Und das macht natürlich dann Spaß, weil es einfach dann auch Balsam für die Seele ist, jemanden zu sehen, der wirklich gut spielen kann. Und ich darf dann dem dienen mit meiner Stimme. Also ich finde es tatsächlich auch schwierig, weil es so wahrscheinlich aus jedem Genre dann so eins gibt, was mir besonders Spaß gemacht hat. Aber wir haben uns ja gestern auch unterhalten, das ist schon auch eine Zeit her, aber was mir wirklich Spaß gemacht hat, war Drawn Together, Foxy Love. Die war echt derb. Das fand ich so extrem, also war wirklich auch grenzwertig zum Teil, fand ich, was da so thematisch, aber irgendwie war das schon wieder so, geil, dann darf ich das auch mal machen. Ja. Genau, und ansonsten eben so was Realfilm betrifft,
freue ich mich immer, es ist ja so, ich weiß, dass bei den Männern eher der Fall ist, dass dann die Feststimmen auch bleiben. Bei uns Frauen ist es leider oft so, dass es wechselt. Ja, also da habe ich jetzt eine, ich weiß, die kennt man vielleicht nicht so, Carice van Houten. Die spielt aber, glaube ich, auch bei Game of Thrones. Da spreche ich sie leider nicht. Aber ich bin sonst die Feststimme von der. Und wenn dann immer wieder ein Film kommt, da freue ich mich so, weil ich die so toll finde. Und ja, jetzt glaube ich, gerade ein Film im Kino, Zeit für Legenden. Und da hatte ich dann, war keine große Rolle von ihr, aber da habe ich mich so gefreut, wenn da dann der Anruf kommt, ja, es ist wieder ein Film mit Carice van Houten, und dann freue ich mich, wenn ich dann die wieder sprechen darf. Das ist so, genau. Bitte. Würden Sie die Rolle von Sayat nehmen? Also wenn sie mir ein Band geboten würde, dann würde ich sie natürlich nehmen, alleine weil ich jetzt eben meine Fans ja kennen und lieben gelernt habe, also selbstverständlich würde ich das machen, das ist aber nicht in meiner Hand. Das wird dirigiert von Japan und im Moment sieht es ja so aus, dass alle Charaktere, bis auf den Sabine Bohlmann eben die Hauptrolle spricht, was ja auch nicht selbstverständlich war, eben von ihr gesprochen wurde und alle anderen eben ersetzt wurden. Also deswegen, keine Ahnung. Wenn durch irgendwas plötzlich einer mich hingetragen würde, würde ich es machen. Alles sei ja. Wir haben noch circa 9 Minuten Zeit. Also wer noch was fragen will, jetzt ist die Gelegenheit. Ja, jetzt kommen alle. Also ich habe keine Frage, aber ich hätte gerne ein Feedback abzugeben. Und zwar, ich fand es einfach toll, dass du trotzdem dabei bist, mir bitte aufgefreut. Und zwar fand ich es so cool, wie du das dann gemacht hast. Ich habe gedacht, ich muss jetzt so hinein in den Konflikt. Da war mein ganzes Fuß dabei, so dann sagt, Sailor Moon kenne ich nicht. Und das war dann so, ich habe gedacht, boah, das hat sie so toll gespielt. Als In Your Face, in dem ich schon nicht als Haie haben wollte, bin ich da so böse. Und ich glaube, ich wäre schon glücklich, wenn du dann irgendwie als eine der Pagis dann dabei sein darfst in der 5. Staffel. Also eine was? Eine der Pagis, das ist diese Dämonen, die dann in der 5. Staffel dann, es gibt ja dann Jomas und was gibt es noch? Dämonen, Kaulan. Genau. Und in der 5. sind dann 10 Pagis, auf jeden Fall auch die Bösen, aber auch Sailors. Ja, und wenn du dann auch wieder das Böse da rein, also das böse Mädchen steht ja auch super. Also tatsächlich schwieriger, finde ich, Realfilm. Da wird auch viel mehr noch darauf geachtet, dass jeder einzelne Lippenschluss labial sitzt. Also im Idealfall zumindest. Und manchmal geht es nicht eben von der deutschen Übersetzung. Da muss man auch sagen, okay, da müssen wir irgendwie Abstriche machen. Da muss man dann irgendwie drüber sprechen oder gucken, dass es passt. Bei Anime, Zeichentrick, ist es, finde ich, tatsächlich leichter, weil oft die Charaktere ja wirklich nur die Münder auf und zu machen. Gut, manchmal ist dann sehr großer, aber leichter rein von der Synchronisation finde ich tatsächlich auch Zeichentrick oder Anime. Ja. Habe ich da eine Frage? Ja. Gut. So, bitte. Wenn man fragt, natürlich schon Sie haben ja auch früher auch sehr viele Jungrollen gesprochen, sei es in Doremi oder Burgener oder junghafte Mädchenrollen. Was wäre denn da persönlich leichter für diese Jungrollen oder die junghaften Mädchenrollen oder das normale typische Mädchen, aber dann wiederholen? Haben wir ja früher eigentlich noch einmal gesprochen, an meinen Alten. Und ging ja auch sehr oft auf Anime, wenn sie so lustig oder kämpferisch wird. Was haben Sie da noch so für Erinnerungen daran? Also das mit den Jungsrollen, ich habe jetzt auch
ich glaube, vor 2 Jahren wieder so eine junge Figur gesprochen und fand das ganz interessant. Die heißt Yago, die kennt von euch keiner, oder? Wakfu. Kennt von euch jemand Wakfu? Das ja. Und habt ihr das gesehen? Weil ich weiß nicht, wo dieses Format gelandet ist, ob das schon gezeigt wurde oder was. Also, kenne es über YouTube und da finde ich es auch nur. Aha, also das ist jetzt die letzte Jungs-Hauptrolle, die ich gesprochen hatte. Und es ist für die Stimme eine Herausforderung, muss man sagen. Und ich bin froh, dass meine Stimmbänder das gut verkraften. Weil das sind zum Teil ja viele, viele Stunden, die ich dann hintereinander chargiere. Das ist ja nun mal nicht meine normale Stimme. Deswegen die Antwort ist, ja, Jungs zu sprechen ist auf Dauer anstrengender für die Stimmbänder auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich Mädchen spreche, ist das, außer es wird auch ganz extrem chargiert, sind Jungs zu sprechen anstrengender für die Stimmbänder. Also ich erinnere mich, ran mal ein halb, als wir das aufgenommen haben, wir waren eine Zeit im Studio und dann wurde die erste Folge ausgestrahlt und da weiß ich noch, da haben wir uns alle in der Synchronfirma getroffen und haben das zusammengeguckt. Also das war nicht toll und haben das auch gefeiert, weil da war schon klar, das ist durch die Decke gegangen, gell? Das war ein Riesenerfolg. Und ich fand das super. Also ich habe das geliebt, wenn dann wieder du hast es mir vorhin nochmal netterweise mit dem kalten Wasser und dann war ich wieder da und fand ich super. Also die hat mir auch richtig Spaß gemacht, die Serie, muss ich sagen. Auch dieses Extreme wieder hier und zwar auch oft sehr grenzwertig hier, so sexistisch und so, aber das fand ich ja schon wieder, das hatte was, das kannte ich so auch nicht. Gab schlimmere Serien. Bitte, gab schlimmere? Gab schlimmere Serien. Gut. Wo ist denn bei euch die Grenze? Zum Beispiel Foxy Love ist es natürlich extrem. Man weiß ja nicht, worauf man sich eingelassen hat. Wie ist es dann zum Schluss, wenn man das den Text und dann muss man eben piep, piep, piep Sachen sagen? Da denkt man sich auch, na, will ich jetzt nicht unbedingt in mein Kind was da voller Pferd oder so. Gibt es da auch so Rolle, wo man sagt, nein, auf keinen Fall. Also ich mache tatsächlich quasi alles, das finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich eher ganz cool, das dann zu machen. Was ich persönlich, was die Leute auch wissen, also was ich nicht, was niemand gerne macht, aber sind dann so extreme Sachen wie Filme, wo dann mit Folter und Vergewaltigungen und sowas, wobei es da dann auch schon oft so war, also da war mal ein Film, und da hieß es dann, ja, da kommt dann jetzt die krasse Szene. Und da war es dann aber so, dass es tatsächlich vom Original übernommen werden konnte. Also, wo ich auch dankbar war, da muss ich sagen, das finde ich echt schwierig, solche Sachen. Alles andere, so mit Piep-Piep-Piep-Wörtern, immer gerne. Also ich bin zum Beispiel, habe mich da auch nicht sehr drum bemüht, es gibt ja auch das Genre des Computerspiels. Und ich hatte früher da ab und zu mich zur Verfügung gestellt, das wird jetzt nicht an mich herangetragen, aber ich könnte ja sagen, okay, ich will da irgendwie rein. Ich habe festgestellt, es gibt für mich 2 Genres, die ich nicht bedienen mag. Das eine ist zum Beispiel, ich bin extrem empfindlich auf Horrorfilme, ich kann das einfach nicht sehen. Ich wurde mal gebucht auf sowas und habe das dann tagelang mit mir rumgetragen, habe dann gemerkt, das kann ich einfach nicht bedienen, ich will das nicht sehen, deswegen kann ich das nicht. Und dann auch extrem gewaltverherrlichende Computerspiele würde ich mich auch nicht zur Verfügung stellen wollen mit meiner Stimme, weil ich einfach da eine ganz klare Wertung drauf habe, dass ich glaube, dass es nicht gut, dass sowas verbreitet wird. Genau. So, dann noch eine letzte Frage, bevor wir in die Synchro Frage, aber weil es ein Film und Serien, die ihr synchronisiert, schaut ihr euch auch die selber an eigentlich? Also ich habe jetzt schon geordert, dass ich, ich werde mir jetzt Sailor Moon habe ich tatsächlich nie gesehen, die alten Folgen, und mir wurde das jetzt angeboten von einem Team, dass sie das mir zur Verfügung stellen, ich werde mir das reinziehen. Also es ist so schade, dass wir Sprecher eigentlich auch nie so vielleicht als kleine Wertschätzung oder Dankeschön zum Beispiel dann eben auch diese DVDs bekommen, um die uns auch mal anzuschauen.
Und ich würde das auch sehr gerne machen. Und ich, wenn ich mal Sepp oder so gucke, ich schon das eine oder andere, aber jetzt nicht so gezielt, aber wenn ich dann so eine DVD-Box hätte, würde ich mir das auch gerne mal anschauen. Das wäre der also, wir kämpfen ja auch für Liebe und Gerechtigkeit. Deswegen bekommt ihr auch mit dem Body. Vielen Dank an euch, dass wir 30 Fragen gestellt haben.